Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr den Sprachassistenten Alexa von Amazon ganz einfach in jedem Auto benutzen könnt. Viel Spaß! Als allererstes möchte ich mich natürlich riesig bei meinem Kumpel hier bedanken, da ich selbst gerade kein Auto besitze und ich jetzt trotzdem das Video hier für euch in seinem Auto drehen kann. So, warum solltet ihr Amazon Echo überhaupt im Auto nutzen wollen? Ganz einfach, ihr könnt jederzeit per Wunsch den Stau abrufen zur Autobahn, die ihr gerade benötigt, und außerdem könnt ihr, wenn ihr einen Streamingdienst besitzt, also Musikstreamingdienst, ganz einfach eure Musik per Wunsch, per Sprache einstellen und habt keine nervige Werbung dazwischen wie im Radio. Ich selbst nutze dazu Amazon Music, kostet für den Echo speziell nur 3,99 im Monat, das ist dadurch sehr günstig, kann ich nur empfehlen. Was braucht ihr noch? Ihr braucht einen USB-Anschluss im Auto, das haben die neuen Autos eigentlich alle. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr natürlich einfach hier, ich habe mal mehrere Adapter für euch getestet, werde ich euch den besten verlinken, so einen Adapter verwenden, den ihr dann in den Aschenbecher reinsteckt. Am besten nehmt ihr da einen mit 2 USB-Ports, da euer Handy als Hotspot fungiert und sozusagen ja, sehr viel Akku die ganze Zeit dadurch verbraucht. Wenn ihr aber beides anschließt, einmal Echo und euer Handy, wird euer Handy trotzdem noch vollgeladen sein mit dem Akku, nachdem ihr die Autofahrt gemacht habt. Hier seht ihr jetzt mein Amazon Echo Dot angebunden per USB und es funktioniert auch. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal. Alexa, wie geht es dir? Alles klar bei mir. Alexa, frage Stauinfo nach der A3. Es liegen 3 Verkehrsmeldungen für die A3 vor. A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen Marktheidenfeld und Rothbrunn 9 Kilometer Stau. Die Unfallstelle ist geräumt. Zeitverlust von 50 bis 60 Minuten. A3 Frankfurt Richtung Würzburg, die Zufahrt. So, das Ganze würde mir jetzt reichen. Das könnt ihr auch jederzeit dann unterbrechen. Alexa, stopp. Wenn keine Verkehrsmeldung vorliegt, wird es euch auch direkt mitgeteilt und ja, super praktisch, da ihr die ganze Info eben per Sprache abrufen könnt und sozusagen trotzdem voll im Straßenverkehr mit eurer Konzentration dabei seid und nicht die Hände vom Lenkrad nehmen müsst. Also sehr praktisch. Jetzt könnt ihr euch natürlich auch noch überlegen, ob ihr eine Rutschmatte drunter legt. Das ja, gibt es ja solche aus Gummi. Ist die Frage, ob es sich lohnt, da Alexa selbst auch schon auf der Unterseite eben diese Gummierung besitzt und ja, beziehungsweise der Echo Dot. Und ich selbst nutze da jetzt keine, das ist euch frei überlassen, werde ich euch auch eine passende in die Videobeschreibung packen. So, als allererstes öffnet ihr die Einstellungen auf eurem Gerät und geht runter zu hier mobiler Hotspot. Dann richtet ihr einen mobilen Hotspot ein. Ich habe den jetzt mal Echo Hotspot genannt, aber nehmen wir den jetzt mal einfach Test und Passwort machen wir 1, 2, einfach was Einfaches, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zum Testen. Da empfehle ich euch aber natürlich ein sicheres Passwort zu wählen. Ihr schaltet den Hotspot jetzt aber noch nicht ein, ist wichtig. So, dann öffnet ihr ganz normal eure Alexa App und geht hier rüber zu Einstellungen. Bei den Einstellungen wählt ihr jetzt euer Gerät aus. Dort klickt ihr auf WLAN aktualisieren und jetzt steht es hier schon, man muss 5 Sekunden die Aktionstaste am Echo Dot drücken, bis der Kreis eben anfängt zu blinken. Jetzt. So. Du befindest dich im Einrichtungsmodus. Folge den Anweisungen in deiner Alexa-App. Dann klickt ihr auf Weiter. Du bist jetzt mit Echo Dot verbunden. Schließe die Einrichtung in deiner Alexa-App ab. So, jetzt habt ihr gesehen, jetzt hat der Echo Dot eine Verbindung direkt zu unserem Smartphone hergestellt. Klicken wir auf Weiter. Jetzt seht ihr hier alle WLAN-Netzwerke aufgelistet, aber ganz unten findet ihr den Punkt, dieses Gerät als WLAN-Hotspot verwenden. Das ist die Option, die wir jetzt brauchen. Klicken wir darauf. Hier sind jetzt nochmal, ist die Vorgehensweise beschrieben. Das weiß ich jetzt aber. Also wichtig ist, ihr wählt jetzt direkt, ihr klickt jetzt auf Starten. Jetzt habt ihr euch den Namen vom Hotspot gemerkt. Ich habe ihn ja Test genannt. und das Passwort war 12345678. So, dann klickt ihr auf Verbinden. Bereit zum Verbinden. Gehe in die Einstellungen deines Mobilgeräts und aktiviere den WLAN-Hotspot. So, habt ihr schon gehört, jetzt sollen wir den Hotspot aktivieren. Dann aktivieren wir den Hotspot mal. So, seht schon, mobiler Hotspot-Test ist aktiv. Herzustellen. Einen Moment bitte. Ihr braucht natürlich auch Netz und Internet dazu. Und gleich sollte es verbunden sein. Mit WLAN-Hotspot verbunden. So, hat also geklappt. Testen wir das Ganze mal noch. Ist bereit. Alexa, willst du ein Bier? Aber nicht vor 4. Nur ein Spaß. Ich trinke ja nicht. Flüssigkeit schadet meinen Platinen. Also wie ihr seht, voll funktionsfähig. Das Gute ist auch noch, wenn ihr jetzt nur ein Echo praktisch benutzen wollt und den einfach mitnehmen wollt ins Auto, könnt ihr das ganz normal tun und müsst nicht jedes Mal neu umstellen. Der Echo verbindet sich immer automatisch mit dem Netzwerk, das am nächsten ist, sollte er zumindest. Und ja, dann könnt ihr ganz einfach den Hotspot aktivieren im Auto und sofort wird der Echo sich damit verbinden und ist funktionsfähig. Das heißt, ihr müsst es nur einmal einrichten und ja, wirklich empfehlenswert. Wenn ihr natürlich aber, sag ich mal, viel unterwegs seid und dauerhaft den drin haben wollt, empfehle ich euch natürlich einen zweiten zu kaufen und den einfach im Auto zu platzieren. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schaut doch auch mal in meinen sozialen Netzwerken vorbei. Wenn ihr noch irgendwelche Informationen braucht, schaut doch einfach auf meiner Website venixtech.de vorbei. Dort findet ihr zu jedem Video nochmal Schritt für Schritt alles erklärt und einen kleinen Beitrag dazu.